Ja, hallo meine Lieben, hier ist Marion von Marions Kreativland. Ja, es tut mir sehr leid, ich habe eher das Video nicht geschafft, weil ihr wisst ja, ich habe ja wegen dem Gewinnspiel, das kommt dann morgen, bis heute Abend habe ich ja Zeit gegeben, mir Kommentare für was ihr seid, aber es ist ja absehbar, dass ihr fast alle damit einverstanden seid mit den Portokosten, aber das machen wir morgen und heute würde ich euch ganz gerne diese niedliche Schränkchenbox zeigen. Hatte ich euch ja versprochen, aber wie gesagt, bis jetzt noch nicht geschafft. So, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, damit wir nicht noch zusammen schnibbeln müssen, außer nachher vielleicht noch so ein paar kleine Sachen. So, und ich fangen wir mal an. Und zwar brauchen wir für die Außenbox, das ist das hier ringsherum. Da brauchen wir einen Cardstock. Ich habe jetzt nicht so einen festen genommen, weil ich zeige euch auch gleich, ich habe mich für Weihnachten diesmal entschieden. Und da habe ich mir so schön mit den Pinguinen hier ausgesucht und da passt das Craftpapier und Schwarz da gut zu. Aber es wird ja feste, je mehr man Schichten klebt. So, da brauchen wir also einen Cardstock in 21,9 mal 8,6 cm. Und das lege ich mal eben auf die Seite und zwar falzen wir uns das auch direkt. Und zwar falzen wir uns das bei an der langen Seite bei 7,3. Upsala. Und bei 14, ups, und bei 14,6 cm. Wissen, was es sich hier handelt. So, dann brauchen wir viermal für die Boxen für in diese Schubladen hier. Das sind einzelne Boxen. Da brauchen wir auch vier Stück von. Und zwar in den Maßen 16,3 mal 11,3. Ich schreibe euch die Maße natürlich wieder in die Infobox. So, und diese Boxen, also wie gesagt, vier Stück brauchen wir davon. Da falzen wir jetzt jedes Teil auf der langen Seite bei 7,1. Und 9,2 cm. Und auf der kurzen Seite bei 2,1 und bei 9,2. Sieht das Ganze so aus. So sieht das Ganze dann aus. Das mache ich jetzt mit diesen auch. Und dann sehen wir uns wieder. So. Habe meine vier Teile fertig. Schneiden machen wir gleich. Jetzt kommen wir zu den Schubladen. Da brauchen wir ja logischerweise auch vier Stück. Und zwar viermal Cardstock in 15 mal 15 cm. Also quasi ein Quadrat. Was mich hier wieder ärgert, ist ja, dass man aus dem DIN A4 Block, also das, ich habe jetzt auch mit dem, wisst ihr ja, diesen Block hier vom Action. Und da müssen wir ja immer, also vier Bögen nehmen, weil der natürlich nicht genau 30 cm ist. Ist ein bisschen blöd. Ich habe auch erst gedacht, ob ich probiere, vielleicht ein bisschen kleiner, aber nee, ich mache das jetzt mal so. Aber das ärgert mich. Warum kann der Block nicht 30 cm sein? Aber gut, also davon auch vier Stück, wie gesagt, und die falzen wir uns bei
bei 2 cm. Ich setze das jetzt mal hier an, weil ich es da immer ein bisschen besser halten kann und drehe mir das dann gleich um einmal rum. So, also bei 2 cm. So, jetzt drehe ich es rum, also quasi hier so, aber hier kann ich immer schlecht halten. Dann bei 4 cm. Bei 11. Und bei 13 cm und das natürlich auf beiden Seiten. Dadurch, dass wir ja jetzt ein Quadrat haben, gibt es ja keine lange und keine kurze Seite, sondern drehen uns das einfach rum und dann machen wir das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Bei 2, bei 4, bei 11 und bei 13 cm. Und dann sieht das Ganze, ich falte das schon mal nach, damit man das sehen kann. So, und dann sieht das Ganze so aus. Schneiden machen wir auch gleich. Ich mache jetzt hier die 4 und dann sehen wir uns wieder. So, und auch das haben wir fertig. 4 von den Schubladen. So, und wir fangen auch direkt, ich habe schon mal meine Klebeunterlage runtergemacht. Und wir fangen auch direkt an mit der Schneiden von den Schubladen. So. Die werden jetzt geschnitten. Eben so ein bisschen, dass ihr das sehen könnt. Also, ich mache mal den ersten, male ich euch wieder an, damit man das besser erkennen kann. Also, das, das, das. Und dann drehen wir uns das einmal um und genau dasselbe auf dieser Seite. So, also das, was ich angekreuzt habe, sprich einmal so die Ecken, kommen weggeschnitten. Sieht das erstmal das Ganze aus und jetzt schneiden wir uns also quasi diese, ist egal wie rum wir das machen, nur dass ihr vielleicht in eine Richtung schneidet, dann ist das einfacher. Jetzt schneiden wir uns hier bis zur ersten Falzlinie ein, einmal hier, einmal da, einmal hier und einmal hier und schrägen uns das Ganze ein bisschen ab. Ich mache ja auch immer hier gerne. Ich mache hier auch so ein bisschen immer ein bisschen schräger. Wenn das jetzt nicht eine Stelle ist, die man von außen sieht, dass die abgeschnitten ist, mache ich das immer gerne, weil ich finde, das klappt dann mit dem Kleben immer ein bisschen besser. So, so und so sieht das Ganze jetzt aus. Und das machen wir jetzt mit allen 4. Und wie das immer, wir sehen uns wieder. So, und auch die haben wir jetzt fertig geschnitten. Ich lasse mir immer den Zettel noch ein bisschen drauf, da ich nicht durcheinander komme. Das waren die Schubladen. Jetzt kommen wir zu den Schubladenboxen. Das sind ja auch 4 Stück. Und da schalte ich euch jetzt nicht weg, weil da geht es ja relativ schnell. Aber ich möchte nicht, dass ihr immer so lange wartet, wenn ich schneide oder falze. Das ist ja Quatsch, ne? So, und hier bei denen schneiden wir jetzt einmal diese 4 ein bis zur ersten Falz.
Auch beim Kleben werde ich euch gleich ausblenden. Ich zeige euch, wo geklebt wird, aber das wisst ihr ja sicherlich selber. Und so, jetzt haben wir die vier auch fertig. Bei der Außenbox wird ja nichts geschnitten. So, jetzt kommen wir wieder zu den Schubladen. Die machen wir dann erstmal fertig. Und zwar, ja, weiß man, ne? So, da werden die diese kleinen Flügelchen hier. Könnt ihr mit doppelseitigem Klebeband. Ich nehme meistens doppelseitiges Klebeband, es sei denn, ich muss irgendwie noch ein bisschen verruckeln. Dann nehme ich natürlich den Flüssigkleber. Ansonsten mache ich so. Da kommen wir, machen wir hier auf diesem Flügelchen Kleber. Und ich mache dann halt immer hier Kleber und hier Kleber. Das reicht, weil das wird gleich umgeschlagen und würde dann quasi, ich zeige euch das mal so von innen, so die zwei drauf und dieses Teil. So. So würde das jetzt draufgeklebt werden. Das machen wir an dieser Seite genauso. Und die letzten werden einfach nur runtergeklebt. Ne, dann machen wir also hier Kleber, hier Kleber, hier Kleber, Kleber von außen. Und hier an diesen vier großen kommt doppelseitiges Klebeband von innen. Können wir ja gerade mal zusammen machen, die eine Box und der Rest. Das mache ich ohne euch. Die außen und hier von innen. Und ja, da könnt ihr ja auch gucken, ob ich habe jetzt nur diese Breite, die setze ich mir immer ganz oben an am besten, damit natürlich auch das richtig zu ist. Ich nehme doch die große Schere, ich komme mit der kleinen immer nicht so gut zurecht. Haben wir den Kleber überall drauf. So, jetzt fange ich mit diesen kleinen Teilen an. Die mache ich mir ab, zwei Stück. Und klebe mir die hier. Gucken wir, dass wir da gerade, schön gerade kommen. Drücken uns das schön dran. Drüber. Die knicke ich mir meistens so nach außen, damit ich da ein bisschen besser arbeiten kann und auch ein bisschen besser sehen kann. Ja, wie gesagt, für Kleben oder so bedarf es ja, denke ich mal, keine Anleitung. So, und jetzt drücke ich mir das alles schön hier fest. Also die sind jetzt ein bisschen schlabberig, diese Schubladen. Aber wie gesagt, wenn nachher noch Cardstock drauf kommt, dann wird es ein bisschen stabiler. Aber ich nehme natürlich auch immer lieber den festen Cardstock. Aber ich habe jetzt von Craftpapier nicht so ein festes. Aber mir gefiel das so gut jetzt mit dem, seht ihr gleich noch, diesen Block vom Action. Ist ja alles jetzt vom Action, was ich so benutze. Noch.
So, und schon haben wir eine Schublade fertig. Auch relativ gerade. Und das mache ich jetzt mit diesen vier. Und dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, meine vier Schubladen sind fertig. Und jetzt machen wir die Boxen, wo die Schubladen später reingeschoben werden. Und da muss ich was ganz Wichtiges, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und zwar, ich sage jetzt einfach mal, diese kleinen Laschen sind die A-Laschen, sage ich jetzt einfach. Das sind A-Laschen. Und ganz wichtig, die A-Laschen dürfen nicht innen rein, sprich nicht wie bei den Schubladen. So, also, wir nehmen diese A-Lasche und machen die auf diese, von mir aus, B-Lasche. So wird das hier drauf geklebt. Und darüber kommt dann diese C-Lasche. So wird das geklebt. Nicht diese A-Lasche drinnen. So, das ist verkehrt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier drinnen. Da ist diese Lasche. Und wenn die da drinne ist, dann würde die Schublade darin hängen bleiben. Also ganz wichtig, dass diese kleine A-Lasche, ich sage es nochmal, auf jeden Fall auf eins von den langen Schenkeln geklebt wird. So und dann so. Ihr könnt es auch ganz nach außen machen, sieht man später in dem Schrank sowieso nicht mehr. Aber wie gesagt, wichtig, dass die nicht innen reinkommt. Also, das heißt, wir kleben hier jetzt doppelseitiges Klebeband oder von mir aus auch wieder Flüssigkleber. Ihr könnt auch beides benutzen. Ich mache das nicht. Bei mir hält es eigentlich. Das Einzige, wo ich immer ein bisschen doppelt fixiere, ist beim Album. Weil das hält, muss man ja natürlich auch nicht so lange behalten. Es wird verschenkt dann und dann so, also so quasi hier drauf. Und dann kleben wir das da drüber. Heißt, hier mache ich mir jetzt noch doppelseitiges Klebeband. Und auf dieser Seite auch. So. Nehmen wir das gerade zusammen. Kann man jetzt auch, aber die muss man nicht abrunden. Da passt das eigentlich relativ gut. So, also ich klebe mir diese kleine A-Lasche auf diesen einen Schenkel und das gleiche auf der anderen Seite auch. Gucken, dass das natürlich gerade ist. Das ist natürlich bei doppelseitigem Klebeband immer schwierig. Wenn es einmal klebt, klebt es meistens. So, man sieht, sieht das Ganze ja so aus. Natürlich nicht schön, aber da kommt ja jetzt diese große Lasche drüber. Das machen wir noch. So, alles ein bisschen gucken, dass das alles passt. Und dann gehen wir noch mal mit dem Falzbein da rein und das gleiche auf der anderen Seite. Und dann habe ich quasi so Einschübe. Jetzt hängt das wieder. Das ist der Vorführeffekt. Wie immer. Ja. Na komm, ich habe keine Fingernägel mehr. So. Aber ich darf auch im Moment keine haben. Die mich aus den ersten Anfängen kennen, die wissen, ich hatte immer Fingernägel. Im Moment darf ich keine haben. So. Gehen wir da auch nochmal rein. Und dann haben wir hier quasi so eine, so einen Einschub. Und da kommen dann die Schubladen rein. Da kommt ja gleich noch was dran, dass man besser rausziehen kann. Man kann natürlich auch hier oben etwas dran machen. Ich schaue mal, vielleicht mache ich das bei dieser. Hier haben wir ja die Teile nach unten gemacht. Moment. So, hier haben wir die Teile unten, aber man kann sie genauso gut oben dran machen. Verzieren mache ich ja sowieso heute nicht. So, so und davon brauchen wir jetzt vier Stück. Und so kann nämlich hier drin nichts hängen bleiben.
weil wir da drin jetzt nichts haben. So, das mache ich jetzt mit diesen Boxen auch. Und dann sehen wir uns wieder. So, und auch diese Schachtel haben wir fertig. Ich habe mich einmal viel vertan, aber das macht nichts. So, die haben wir jetzt fertig. Und jetzt kleben wir alle vier aufeinander. Deshalb habe ich die Schubladen reingemacht, damit es ein bisschen stabiler ist. Die werden jetzt alle aufeinander geklebt, sodass ein Türmchen entsteht. Und dann kommen wir zur Außenbox. Und die wird dann da drum geklebt. Also wenn alles zusammen ist, kommt die Außenbox drumherum geklebt. So, und bevor wir das aber machen, also das klebe ich jetzt aufeinander, da werde ich mir die Box, die Außenbox natürlich noch verzieren. Und zwar brauchen wir hier für die Außenbox, brauchen wir ein drei Stücke Kartstock in 6,7 x 8,2 cm. Das sind also, da werde ich jetzt zum Beispiel mir schwarz drauf machen. So, und dann kommen wir zu dem niedlichen Block. So, und da wollte ich gerne, da hatte ich mir dieses ausgesucht. Das fand ich so schön hier mit diesem. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Und das möchte ich da drauf. Also, der Kartstock, der da drunter kommt, wie gesagt, die Schichten ist immer egal. Ich habe jetzt drei Schichten gemacht. Hier genau wie hier habe ich ja diesen weißen Kartstock, rot und dann dieses. Also kann man Designpapier. Ich nehme immer auch immer gerne Kartstock. Dadurch wird es auch richtig feste. Und da brauchen wir, wie gesagt, hier drei Stücke von diesem dazwischen. 6,7 x 8,2 und dreimal dieses, also ich nehme dieses, 6,4 x 7,9. Und das werde ich euch natürlich auch in die Infobox schreiben. So, das schneide ich mir jetzt gerade aus und werde das mal eben dekorieren. Dann klebe ich das zusammen und dann sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, ich hoffe, es geht hier mit dem Schatten. Ich hoffe, ja, ich glaube, es bildet keinen Schatten. So, jetzt habe ich das soweit fertig gemacht. Wie gesagt, ich schreibe euch gerne die Maße in die Infobox, obwohl ich ja immer noch der Meinung bin, dass beim Dekorieren ja jeder das anders macht. Hier zum Beispiel, ich habe jetzt so einen minimalen Rand gelassen. Manche lassen gerne mehr, aber ich schreibe es dann trotzdem rein. Also, das sind jetzt die drei Teile für diese Außenwand. Die kleben wir jetzt zusammen drauf. Habe ich jetzt bewusst gewartet und das kleben wir zusammen. Das mache ich natürlich mit Flüssigkleber, da ich ja da immer noch ein bisschen verschieben muss. So, ja, ist schon spät geworden. Da ist das Licht fällt dann immer ein bisschen komisch, aber gut. So, wie gesagt, das kleben wir uns jetzt hier drauf. Ich habe dann auch schon mal für oben drauf ausgeschnitten und drauf geklebt. Das zeige ich euch gleich. Ja, vom Kleben kriegt man auch immer schmutzige Finger. Ich frage mich immer, warum habe ich so schmutzige Finger? Aber der Kleber trocknet, sieht halt manchmal unschön aus. So, und den dritten. Lege ich im Moment hin zum Trocknen. Wie gesagt, das kommt ja jetzt hier drum rum. Ich werde in der Zwischenzeit aber die Schubladen machen. Und zwar habe ich mir auch Kartstock. Jetzt habe ich den nicht, aber das ist auch aus dem Block. Das ist diese Seite, weil ich dachte, ja, so die kleinen Pinguine zu zerschnibbeln fand ich jetzt nicht so, aber das passt ja von der Farbe immer schön. Und das klebe ich jetzt hier vorne auf die Schubladen drauf. Und genauso habe ich mir so schwarze Teile ausgestanzt mit dem Stanzer. Da könnt ihr auch
jede Form nehmen, die ihr möchtet. Und die wird einmal dann in der Mitte, kann die gefalzt werden, wenn wir die hier oben dran machen. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob ich sie vielleicht doch wieder unten dran mache. Also davon habe ich 4 Stück für die 4 Schubladen. Das klebe ich jetzt hier drauf, werde die Schubladen dann einstecken und dann kleben wir hier das Teil drumherum. Machen wir das mal schnell. So, wie ich das euch ja gezeigt habe, das war bei den anderen Schränkchen auch. Da kamen dann ja, wer das verfolgt hat, der weiß, dass da vorne 1, 2, 3 zum Beispiel Kerzen drauf sollten. Das habe ich jetzt, wie gesagt, nicht gemacht, weil ich nicht so kleine Kerzen hatte. Bin ich überhaupt im Bild? Weil ich nicht so kleine Kerzen hatte, habe ich das nicht gemacht. Ich habe dann da ausgestanzt. Hatte ich euch ja hier gezeigt, ne? Die Zahlen. Ihr könnt natürlich die Schubladen erst reinmachen, um zu sehen, aber eigentlich müssten die quadratisch sein, wenn man alles genau geschnitten hat. Aber Fehler passieren ja immer mal. Bin auch noch nicht sicher, verzieren werde ich ja nicht mit euch. Das werde ich mir dann überlegen. Vielleicht mache ich auch vorne irgendwie was Schönes Goldenes drauf. Da bin ich noch am Überlegen. Der Wichtigste ist ja, dass ihr die Maße und alles von dem Schränkchen habt. Und dann könnt ihr das machen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn der eine oder andere mir meine Mailadresse steht hier oben in meinem Kanalinfo, würde mich dann auch mal freuen, wenn jetzt der eine oder andere irgendwas nachbastelt, zum Beispiel das Schränkchen, das finde ich echt mega schön. Vielleicht zeigt ihr mir das dann mal per Foto und schickt mir das an meine E-Mail. So, jetzt schieben wir die Dinger da rein. Ach nee, wir müssen ja noch die Teile drunter kleben, ne? Genau, die Teilchen. Ja, ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das. Nee, ich glaube, ich mache die hier oben dran. Ich falze die mal und mache die da dran und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe sie jetzt oben angebracht. Sind jetzt bestimmt noch nicht fest, deshalb werde ich da auch nicht dran rumruckeln. So, und jetzt machen wir hier diese. Jetzt legen wir uns das auf die Seite. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich da inne. Ich glaube, da nehmen wir auch Flüssigkleber, ne? Ja, damit wir da gut rumkommen. Kann man natürlich auch beides nehmen, ne? Damit das ein bisschen besser hält. Aber ich habe Angst bei dem Hoppala, bei dem doppelseitigen Klebeband, dass das dann direkt so festbappt. Ja, schon wieder Schmutz. So, jetzt gucken wir, dass das. Ja, ich mache das meistens so und lege mir das erstmal so an. So, schön oben, unten bündig. So, und upsala. Bin ich schon wieder verrutscht. Das ist natürlich der Nachteil von Flüssigkleber. Hält dann auch nicht so schön. Ich lasse das jetzt mal so machen. Ich klebe das noch hier fest und obendrauf auch. Und dann werde ich euch noch mal das Fertige zeigen. Als Füße kann man, wie ich hier benutzt habe, Holzperlchen nehmen. Wer Halbperlen hat, kann Halbperlen nehmen. Ich nehme jetzt erstmal gar nichts, weil
Ich finde das auch so ganz nett, das Schränkchen. So, ihr Lieben, ich lasse das jetzt noch ein bisschen trocknen. Ihr auch. Ich muss da sagen, wirklich, ich habe den Tombow ja jetzt nicht benutzt. Aber ich glaube, das ist schon besser. Also, das braucht sehr, sehr, sehr lange, bis es klebt. Ich habe bei der Box zum Beispiel doppelseitiges Klebeband genommen. Habe aber gedacht, ha, da kannst du nicht mehr schieben. Aber hier ist, ja, ist auch nicht so. Also, am besten, wie gesagt, doppelseitigen Klebeband. So, und so sieht meine Box aus. Ich halte das mal ein bisschen hoch. Ich finde sie sehr schön. Wie gesagt, ich mache jetzt keine Füße drunter, das überlege ich mir noch. Und mit den Zahlen könnte man hier zum Beispiel goldene Zahlen drauf schreiben, wenn man denn gut schreiben kann. Ja, und ansonsten finde ich eine schöne Idee. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ja, wie gesagt, bastelt, wenn ihr es nachbastelt, würde ich mich freuen, wenn ich davon mal ein paar Fotos sehen könnte oder auch was anderes, was ihr gebastelt habt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen zum Gewinnspiel. Nicht verpassen. Tschüss, meine Lieben.